Wir sind heute hier, weil wir die Freihandelsabkommen TTIP und CETA ablehnen. Unser Hauptanliegen ist das, dass unsere Gesellschaften sich in den letzten Jahrzehnten, ja schon fast Jahrhunderten, Werte und Rechte erkämpft haben. Es wurde gestritten, diskutiert und debattiert und eine sehr hohe Vielzahl von all diesen Werten, die Europa ausmachen, die sollen jetzt mit Amerika neu verhandelt werden. Und zwar neu verhandelt werden nicht in Parlamenten, sondern neu verhandelt werden zwischen einzelnen Beamten und vielen Lobbyisten von internationalen Konzernen. TTIP und auch CETA, das Kanada-Abkommen, enthalten die Investor-Staat-Klageverfahren. Es werden Schiedsgerichte installiert, mit denen eine besondere Justiz für ausländische Investoren geschaffen wird. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist auch völlig unnötig, weil wir gute staatliche Gerichte haben. Und die große Gefahr ist, dass über diese Schiedsgerichte Werte, ökologische, soziale Standards, soweit sie die Gewinne von ausländischen Konzernen beeinträchtigen, eingeschränkt oder abgeschafft werden. Es kann unserer Meinung nach nicht sein, dass derart demokratische, soziale und ökologische Rechte ausgehebelt werden. Die Gefahren überwiegen die Chancen bei weitem. Es geht um soziale Rechte, es geht um Verbraucherschutzstandards, es geht um das europäische Vorsorgeprinzip beispielsweise, es geht um Chemikalienpolitik. Es sollen spezielle Klagerechte, Privilegien für ausländische Investoren geschaffen werden, die inländische Unternehmen nicht bekommen. Wir wehren uns dagegen sowohl bei dem Freihandelsabkommen am Kanada-Europa als auch bei dem Abkommen Europa-Amerika. Was sagen Sie zu Studien, die von dem Potenzial von 119 Milliarden Euro sprechen, 2 Millionen neue Arbeitsplätze? Diese wenigen Studien, die meistens von der Kommission selbst in Auftrag gegeben worden sind, schieben den Zeitpunkt, bis diese ökonomischen Effekte eintreten sollen, ins Jahr 2027 hinaus. Das heißt, es geht um eine Langzeitbetrachtung und zwar unter extrem unrealistischen Bedingungen. Es wird unterstellt, dass alle Handelsbarrieren abgeschafft werden, was bei Handelsverträgen nie vorkommt. Und es wird auch nie darüber geredet, dass es auch große Anpassungskosten geben wird. Das heißt, es werden viele, gerade in der Landwirtschaft in Europa, ihren Job erstmal verlieren. Also es gibt viele gute Gründe, gegen beide Abkommen zu sein. Und deshalb haben wir ein europäisches Bündnis aufgebaut. Es sind fast 300 Organisationen mittlerweile aus 23 Mitgliedstaaten. Und wir haben eine europäische Bürgerinitiative angemeldet. Das war am 15. Juli in Brüssel. Als wir diese Bürgerinitiative angemeldet haben, wusste die Kommission schon genau, dass sie ablehnen wird. Sie haben aber trotzdem noch 2 Monate gewartet, damit wir möglichst viel Zeit verlieren und es dann kurz vor Schluss dann eben diese Ablehnung überreicht. Wir haben daraus 2 Sachen geschlussfolgert. Erstens, wir brauchen nicht die Zustimmung der Kommission für Unterschriften zu sammeln. Und wir haben innerhalb von 5-6 Wochen über 850.000 Unterschriften europaweit gesammelt. Und das Zweite, wir können aber auch nicht dulden, dass die Europäische Kommission unser Begehren ablehnt. Es ist fundamental undemokratisch. Und deshalb haben wir heute hier Klage eingereicht, weil wir auch glauben, dass es ein Präzedenzfall wäre für andere Bürgerbegehren. Wir setzen weiterhin auf quasi die Mobilisierung über eine Unterschriftensammlung. Wir werden aber auch viele, viele weitere Aktionen durchführen. Wir haben am 11. Oktober einen europaweiten Aktionstag gehabt mit vielen Demonstrationen, vielen Aktionen. Und wir werden uns da einiges einfallen lassen in den nächsten Monaten europaweit.